Jo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaction von mir. Action von mir. Heute schauen wir uns an Exposed, wie Influencer sich an Shein verkaufen. Es gibt tatsächlich auch einen ersten Teil, wenn ihr den sehen wollt, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten würde ich nur auf den zweiten Teil reagieren, weil hier halt Influencer mit drin sind und das ist spicy. Spicy, ey. Vor allem im Thumbnail sieht man einfach Bibis Beauty Palace. Und, wer ist das noch? Wer ist denn die andere? Ist Addison Rae. Die andere und die dritte kenne ich nicht. Okay, würde ich sagen, starten wir einfach direkt rein. Let's go. Und wie gesagt, die haben die besten und günstigsten Kleider einfach. Aber ansonsten könnt ihr euch merken, dass ihr bei Shein eigentlich immer... Ah, X-Letter, die ist auch auf TikTok sehr aktiv. ...sehr günstig, sehr coole Teile bekommt. Bibis Beauty Palace, das ist, oder? Ja, das ist sie. Shein ist ein Ultra-Fast-Fashion-Konzern. Ultra viel Auswahl, ultra billig, ultra Scheiße. Das alles haben wir letzte Woche in diesem Video ausführlich besprochen. In Kurzfassung, Shein kopiert ständig Designs, produziert Abertonnen allergünstigster Plastikklamotten zum Konsumieren und Wegwerfen, tut so, als hätte es Zertifikate, die es nicht hat und betreibt generell das lächerlichste Greenwashing, was man sich nur vorstellen kann. Mitarbeiter von Zulieferern schuften 29 Tage im Monat, 11 Stunden am Tag und unter welchen Bedingungen die Baumwolle für einige Produkte gepflückt wird, will man wahrlich nicht wissen. Also, ich habe noch nie bei Shein bestellt und hatte auch nie vor, dort zu bestellen. Ich kenne Shein auch. Und ich meine, ganz klar, wenn du einen Pulli für 5 Euro bekommst, dann muss dir bewusst sein, von Anfang an, dafür muss man dieses Exposed-Video nicht sehen, dass das auf jeden Fall keine guten Verhältnisse sind, unter denen die Menschen arbeiten. Also, ja. Kann man aber auch nicht, weil die Produktionskette absolut und zu 100% intransparent ist. Aber hey, bald ist Shein eventuell das größte Modeunternehmen der Welt. Was? Krass. Guck mal, so viel größer noch als H&M und Zara ist da ganz unten. Forever 21 kenne ich gar nicht. Es ist ja geisteskrank, wie schnell die auch angestiegen sind von 2018. Guck mal, die haben irgendwann Zara überholt. Boah, krass. Heftig. Vor allem in den letzten hier im Corona-Jahr sind die krass nach oben gegangen. Hooray. Ein entscheidendes Detail fehlt allerdings. Vor 10 Jahren war Shein noch circa so bekannt wie Timothy Chalamalala und sein Gaming-YouTube-Channel. Wie genau ist der Konzern denn überhaupt so schnell so groß geworden? Heute geht es um das Zusammenspiel von Social Media und Fast Fashion. Es geht um einen rasanten Aufstieg und Milliarden-Views auf TikTok-Hashtags, um ausgeklügelte Algorithmen. Das waren gerade 4 Milliarden, 3,9 Billionen sind also 3,9 Milliarden Aufrufe, lol. Ist auf jeden Fall sehr krass. Manipulative Taktiken, ein praktisches Affiliate-Programm und um die treibende Kraft des Konsumuniversums. Gierige, teils vielleicht einfach naive Influencer, die halt auch einfach mal eine eigene Polyester-Kollektion haben wollen. Mann, let's go. I might come back to life, look in your eyes, start to sing, TikTok kommt wieder sehr gut weg. TikTok kommt nie gut weg, egal wo. Social Media hat unser Verhältnis zu Kleidung in den letzten 20 Jahren grundlegend verändert. Fashion wurde uns plötzlich nicht mehr auf großen Plakaten oder in TV-Werbespots verkauft, sondern in unseren Feeds. Die Werbung ist durch Daten präzise auf uns zugeschnitten oder vielleicht nahbar gemacht durch einen Influencer oder eine Influencerin. So werden viele Menschen viel intensiver mit Mode konfrontiert. Nicht nur das. Wir posten uns selbst. Wir zeigen uns unseren Style andauernd. Unsere Kleidung wird von all unseren vielleicht hunderten Followern gesehen. Da will man auch mal einen neuen Pulli tragen. Geiles Bild. Lukas the One. Einen anderen Look. Das ist die Geburt von Hashtag Outfit of the Day. Jeden Tag ein neues Outfit. Und das hat sich ins echte Leben übertragen. Bereits 2017 haben in einer Umfrage rund 40% aller 18- bis 25-jährigen Frauen einen Druck verspürt, jedes Mal etwas anderes zu tragen, wenn sie das Haus verlassen. Das erscheint heute fast schon völlig normal, aber... Hä? Also schreib mal bitte in die Kommentare. Also ich... Glaube ich, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige. Ich kann auch mal einen Pulli... 3 Tage, 4 Tage tragen? Das war natürlich nicht immer so.
Social Media hat uns auch an eine gewisse Unmittelbarkeit gewöhnt. Alles ist immer jederzeit direkt verfügbar. Wir sehen einen Trend in einer Story, einen Star in Avantgarde-Design und wir wollen keine 3 Monate warten, bis wir nachziehen können. Und diese Trends wiederum kommen häufiger, schneller. Denn so ist die Natur der Plattformen. Nur ständige Neuheit hält Aufmerksamkeit. So ist Fast Fashion quasi die natürliche Konsequenz. Wenn wir immer mehr Kleidung kaufen, um mitzuhalten, sollte sie billig sein. Und wenn Trends immer schneller werden und wir keine Lust haben zu warten, sollte die Produktion immer schneller werden. Vor gefühlten 100 Jahren war Zara mal eine Revolution, weil der Konzern ein paar hundert neue Produkte pro Woche raushauen konnte. Was aber auch schon krass ist. Also, oder? Ein neuer Style konnte innerhalb von wenigen Wochen designt und produziert werden. Irgendwann war das zu langsam. Und in der TikTok-Ära werden selbst Fashion Nova und Missguided mit 1000 neuen Produkten pro Woche zu langsam. Hier. Was? Hä? Wie viel? Aber diese ganzen, jetzt momentan ist doch zum Beispiel Oversized in, aber ist doch schon seit ein paar Monaten so. Hier kommt Shein ins Spiel. Shein ist wahnsinnig beliebt auf TikTok. Das Hashtag SheinHaul hat über 3,8 Milliarden Aufrufe. Viele Videos zeigen zahllose Outfits, die Nutzer für kleines Geld geshoppt haben. Teils sind es hunderte Kleidungsstücke. Aus Outfit of the Day wird Outfit of the Minute. Eine rasend schnelle Plattform verdient rasend schnelle Fashion. Shein ist das Polyester-Benzin für TikTok-Mode-Content. Der Konzern kann Trends innerhalb von TikTok präzise aufspüren und reagieren. Ist ein bestimmtes Kleid beliebt, kann das Unternehmen innerhalb von wenigen Tagen nachliefern. Shein ist auf TikTok die Marke, die mit Abstand am meisten Buzz hat, über die am meisten geredet wird. Auf YouTube ist es genauso. Ich habe da noch nie, ich dachte auch früher immer, dass die Shein heißen. Ich habe da, also, vielleicht weil ich auch nicht so modeaffin bin. Und wer führt diese Konversationen an? Wer produziert den Shein-Content? Wer macht es vor? Eine Armee von Influencern. Warte mal, gucken, wer dabei ist. Ich kenne, glaube ich, keine einzige jetzt von denen, die da angezeigt werden. Gerade eben Baby's Beauty Palace kenne ich. Der Gründer von Shein hat mit Fashion eigentlich gar nichts am Hut. Sein Spezialgebiet ist Online-Marketing. Präzise geschaltete Werbung, die auf der Basis von Daten die richtigen Leute erreicht. Außerdem hat er vor allem Social Media und Influencer-Marketing von Anfang an verstanden. Bereits 2012 arbeitet Shein mit Fashion-Bloggern und organisiert Giveaways. Ab 2016 findet man dicke Hauls auf YouTube oder Influencer, denen Shein netterweise ein paar Sachen zugeschickt hat. Vor allem netterweise, es wird ihr gar nichts kosten, wenn so ein Kleid 5 Euro kostet. Was kostet das die dann in der Herstellung? 2 Euro? So hart das auch klingen mag, aber es wird wahrscheinlich so sein. Oder noch weniger, keine Ahnung. Und zwar habe ich von Shein, da durfte ich mir 3 Sachen aussuchen. So nice, du kannst dir Sachen für 5 Euro aussuchen, korrekt. Und da war eins dieses Kleid. Zu dem Zeitpunkt ist der Konzern schon ähnlich aufgestellt wie heute. Eine Website voller Lügen. In diesem Fall, dass man aus New Jersey in den USA stamme, plus Spottpreise und Discount-Codes. Ein großer Erfolgsfaktor von Shein ist das eigene Affiliate-Programm. Das funktioniert. Das ist sowieso was, was ich denke. Es gibt immer Rabattcodes überall, dass die Sachen, also es gibt ja Shops, da ist einfach immer Rabatt, wo man dann denkt, so ist das überhaupt noch Rabatt oder ist das eigentlich der Originalpreis? Und die sagen einfach nur, dass es Rabatt ist. Also ich vermute mal so. Jetzt so. Als Influencer kann man sich dort ganz einfach anmelden. Dann kann man für bestimmte Produkte eigene Links generieren. Wenn jemand über einen solchen Link auf ein Produkt gerät und es kauft, erhält der jeweilige Influencer 10-20% Provision. Bei der YouTuberin Lia Hiskias sieht das in älteren Videos so aus. The last accessory that I got from Shein was just a fanny pack. Green, just kind of like shiny. Ah, sieht cool aus. Hier in der Beschreibung das Green Fanny Pack. Das ist eine gekürzte Webadresse. Sobald man sie öffnet, kommt man zur eigentlichen ungekürzten URL. Hier sieht man dann, aha, ist von einem Blogger von Lia. Das da ist ihr Insta-Handle. Bei deutschen YouTuberinnen sind diese Referenzen in den Links mittlerweile nur noch Zahlen. Sarah Desideria ist 7210197 YouTube.de, die Lara Duman ist 7353581 YouTube.de. Diese Form von Affiliate-Marketing kreiert im Zweifel natürlich ganz viele Da war doch hier, Jolene von Marketing TikTok. Kreiert im Zweifel. Ja, das ist doch die von TikTok, oder nicht? Doch, genau, denk schon. Ganz viele tolle, neutrale Reviews. 10-20% Kommission verleiten auf keinen Fall dazu, hier und da mal extra deutlich zu betonen, wie toll und günstig Shein-Klamotten sind. Oh my gosh, this is so cute!
so amazing. It's like amazeballs. Ich bin echt verliebt in diesem Boot. I love the color scheme. I love how subtle it is. So sieht die jetzt aus. Und ich finde die Kette einfach so, so schön. Ich finde das so wunderschön. Also wie schön ist es bitte? Weil ich habe so das Gefühl, dass wirklich alles top ist, was ich mir hier ausgesucht habe. Ja, Top-Qualität, Alter. Okay, kleinere YouTuber oder Instagram-Creator wollen sich mit ein paar Affiliate-Links vielleicht ein bisschen was dazu verdienen. Und natürlich gibt es auch diverse andere Affiliate-Programme für Influencer, wie das von Amazon. Aber mit Shein-Links bewirbt man im Endeffekt ausschließlich den Überkonsum von unter üblen Bedingungen hergestellter Plastikware eines durchtriebenen Megakonzerns von der anderen Seite der Erde. Man muss hier bei jedem Produkt vom Schlimmsten ausgehen. Viele Influencer wissen es vielleicht einfach nicht besser. Aber gerade größere Creator können... Ja, ich glaube, also, vielleicht wissen es viele nicht besser, aber ich glaube schon, wie ich eben gesagt habe, wenn du ein Kleid für 5 Euro kaufst, dass du wissen musst, dass das nicht unter guten Bedingungen hergestellt wurde. ...sich den Luxus dieses Unwissens nicht leisten. Neben dem Affiliate-Marketing gibt es auch das Shein Girls-Programm. Hier können Influencer sich bewerben, um quasi offizielle Gesichter der Marke zu werden. Besonders größere Influencer bekommen regelmäßig sogar eigene Shein-Kollektionen. Dazu gehört zum Beispiel Bibis Beauty Palace. An dieser Stelle wollte ich mich nochmal bei Shein bedanken, die dieses ganze Projekt überhaupt möglich gemacht haben, denn gleich kommt ein riesen LKW voll mit Shein-Klamotten und Accessoires an und ich freue mich so sehr. Oder ganz aktuell die Fashion-Influencerin Abigail. Und zwar bin ich das neue Gesicht der Shein-X-Kampagne, was mich richtig freut. Ich glaube, ich war vor so 5,5 Jahren eine der ersten, die mit Shein zusammengearbeitet haben. Und jetzt bin ich einfach das Gesicht einer Kampagne. Also das ist wirklich eine sehr große Sache. Auch diverse internationale Stars wie Katy Perry oder Lil Nas X haben mit Shein zusammengearbeitet. Die unfassbare Menge an bezahlten Posts, Discount-Codes und Affiliate-getriebenen Hauls hat Shein-Content überhaupt erst groß gemacht. Aber neben den unzähligen Placements ist viel von dem Content rund um Shein mittlerweile gratis für den Konzern. Influencer leben es vor. Irgendwer auf TikTok ahmt es nach. Das ist für viele Unternehmen wahrscheinlich das ultimative Ziel dieser Form von Werbung und Shein ist wahnsinnig erfolgreich damit. Boah, Junge, 17,8 Milliarden Views auf einen Hashtag, das ist schon krass. Influencer tragen Verantwortung. Sie bestimmen Trends, beeinflussen ihre Fans und machen Produkte attraktiv und gesellschaftsfähig. All das ist der Kern ihres Daseins und Wohlstands. Wenn eine Sarah Desideria ordentlich bei Shein shoppt, ist das eine Lifestyle-Anleitung für abertausende Fans. Und so sind all diese Influencer und Stars mitverantwortlich für den Aufstieg eines der übelsten Fashion-Konglomerate aller Zeiten. Der Kanal Offen und Ehrlich hat sich ebenfalls lange mit Shein befasst. Das ist Marlene aus dem Team. Ich kann für meinen Teil sagen, dass ich es absolut nicht in Ordnung finde, für Shein Werbung zu machen. Das ist aber mein moralisches Grundverständnis. Also ich finde einfach nicht okay, für was Werbung zu machen, wo man nicht weiß, woher kommt es, wer arbeitet da vielleicht hinter den Kulissen Tag und Nacht, sich halb tot dafür, dass ich hier mein T-Shirt für 2 Euro tragen kann. Und das dann alles noch einer sehr jungen Zielgruppe zu verkaufen, die da ja auch bereitwillig, ne, Geld dafür ausgibt, finde ich überhaupt nicht cool. Wir haben Shein erneut um Stellungnahme gebeten. 10 Euro, 10er, die haben nicht geantwortet. Wiederum ohne Erfolg. Ja. Wir haben außerdem Bibis Beauty Palace und Abigail um Stellungnahme gebeten. In beiden Fällen haben wir bisher keine Antwort erhalten. An dieser Stelle ein Hinweis. Wir möchten mit unserer Community für sachliche und respektvolle Diskussionen stehen. In den Kommentaren unter diesem Video sowieso, aber auch überall sonst auf Social Media. Heißt nicht haten. Gut so. Influencer wie Bibi und Co. hätten all das auch einfach nicht nötig. Solche Deals trotzdem anzunehmen, obwohl es unzählige andere Mittel für sie gäbe, die eigene Reichweite durchzumonetarisieren, ist aus unserer Sicht in höchstem Maße verantwortungslos. Man kann sich in solchen Fällen auch nicht hinter "Ach krass, so schlimm ist Shein, wusste ich gar nicht" verstecken. Wenn man Deals in dieser Größenordnung eingeht, wenn man teils Millionen Fans mobilisiert, dann muss man sich vorher informieren. Selbst nach 2 Videos ist längst nicht alles zu Shein gesagt. Auf unserer Insta-Page findet ihr einen Post zu der Shein Shopping-App. Die ist unfassbar manipulativ aufgebaut und will augenscheinlich insbesondere junge Menschen mit Minigames und zig Belohnungen zu treuen Kunden machen. Fast Fashion ist... Wenn ihr Bock habt, dass wir die mal installieren und in einem Video uns anschauen, die App, dann schreibt es in die Kommentare. Hätte ich auf jeden Fall mal Bock drauf. Werden wir machen.
Social Media beschleunigt Popkultur. Und Unternehmen wie Shein sind die Ungeheuer, die daraus entstehen. Wir finden nicht, dass man dafür auch noch Werbung machen sollte. Ein krasses Video, ein sehr, sehr krasses Video. Und wie gesagt, ich glaube, jedem sollte bewusst sein, dass das nicht unter guten Verhältnissen geschaffen werden kann, wenn das 5 Euro kostet oder weniger sogar und das dann noch nach Deutschland geschifft wird. In dem Sinne, Leute, macht's gut und wir sehen uns bei der nächsten Reaction. Ciao!